Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, die letzten 10 Folgen brechen an, leider war, aber naja, man kann es halt nicht ändern. Wobei, es geht ja weiter, es ist ja nur das Ende der ersten Staffel. Na Lini, wie geht's dir? So, und wir gucken erstmal, wie weit wir hier sind. Ich habe nämlich gerade so ein bisschen, okay, alles in Ordnung. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ich gerade hierher gekommen bin. Ich kann mich nicht überhaupt nicht dran erinnern. So, ich schaue mal kurz nach meinem Haus, wie es meinem Haus geht. Haus Sebelig, da, sehr schön. So, denn ich habe etwas geplant für die 10 Folgen und es soll quasi eine Vorbereitung sein für die zweite Staffel. Weil in der zweiten Staffel bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich da machen möchte, aber das werden wir später erstmal klären. Erstmal möchte ich in meinem Haus gucken, ob da alles in Ordnung ist. Weil gleich werden wir nämlich umziehen. Ja, wir werden aus Weißlauf direkt zu unserem Haus Sebelig ziehen und natürlich alle unsere Sachen mitschleppen, was natürlich eine Weile dauern wird. Ich hoffe, ich kann ja mir ein Pferd kaufen, damit ich da ein bisschen schneller hinkomme, damit ich nicht hinschleichen muss. Denn ich würde es ungern schneiden. Ich habe ja auch gesagt, ich will 100% zeigen und nicht, plötzlich irgendwie nur 50%. Also mein Haus steht. Ich habe mir nämlich gerade ein paar Gedanken gemacht, ob mein Haus nicht steht, weil ich irgendwie nicht gespeichert habe. Aber alles in Ordnung, ich habe gespeichert. Denn das war echt ein seltsamer Zeitpunkt, wo ich gerade war. Und wo will er, dass ich hin will? Reise zu Barbas zum Schrein von... Ah, genau, wir hatten ja den Hund angesprochen. Aber erstmal zurück nach Weißlauf, unsere alte Bude besuchen, die wir irgendwie vollkommen heruntergelassen haben. Das ist eine kleine Bruchbude, die wir da haben. Ich habe ja auch halt noch keine Möbel reingesetzt oder so, weil ich wollte halt mein Haus haben, mein eigenes Haus, wo ich wirklich alleine wohnen kann. Leider kann ich aber die Kleine nicht heiraten, weil ich ja selbst eine Frau bin. Und ich glaube, Lesben gibt's hier nicht in Skyrim, oder? Das werde ich noch herausfinden. Vielleicht kann es mir einer von euch sagen, ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn ich eine Frau heiraten könnte, auf jeden Fall. Ja, das wäre so mein Ziel in Skyrim. Ja, toll, es wird dunkel. Also bevor wir gleich aufbrechen, werde ich auf jeden Fall erstmal warten, bis es morgens ist. Denn ganz ehrlich, ich will nicht im Dunkeln reisen. Ah, Moment! Vielleicht kann ich vollgeladen mit der Kutsche fahren. Das würde alles noch ein bisschen schneller machen. So, aber erstmal... Oh Gott, das war viel zu wenig. Ich muss noch mal ein bisschen Zeit draufhängen. So. Oh, wo kommt der denn her? Hallo, Kollege! Willst du mit mir warten? Oh ja, er will mit mir warten. Er bewegt sich nicht mal dabei. Das ist dann nicht doch mal... Oh. Hallo! Belitor, hallo. 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 Ach, halt's Maul. Auffällige kleine Frau. Wo läuft die hin? Hat die geklaut? Ich weiß es nicht. Die kam auf jeden Fall von der Rückseite meines Hauses. Das gefällt mir nicht. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal hier rein, sammeln unsere Sachen auf und hauen dann wieder ab. Und lassen leider unsere kleine, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Lydia, genau, Lydia. Du passt hier auf unser Haus auf, ja? Solange ich weg bin. Und dein Zimmer ist ja voll süß gestaltet und... Ich hab Spinnenweben. Wieso tauschen wir nicht einfach? Ach, komm. Erzähl mir doch keinen. So, wo haben wir jetzt unsere Truhe? Hier haben wir unsere Truhe. Und da ist eine Menge Shit drin, alter Schwede, was, oh Gott. Also, wir tragen zurzeit 171 und jetzt tragen wir, mal sehen, 997, okay. Also schleichen wir uns erstmal zum Stall und versuchen da mit der Kutsche zu fahren. Und wenn wir dann in, wo gehen wir jetzt hin? Warte, muss ich noch auf die Karte gucken. Beim Tagebuch, nein, will ich nicht, Weltkarte. So, wir werden gleich nach, Falkenring reisen. Und dann ist das nämlich nicht mehr so weit weg bis hierhin. Ich glaube, wenn ich schnell reisen ist, na gut. Wir werden hier gleich mit der Kutsche hinfahren und dann werden wir uns da hoffentlich ein Pferd mieten können, damit wir zu unserem Zuhause reiten können. Das ist so mein Ziel für diese nächsten Folgen. Ich glaube, es wird mindestens 2-3 Folgen reichen. Und dann haben wir noch knapp 7 Folgen vor uns, wo ich mich dann darauf vorbereiten werde für die nächste Staffel und ein paar Zauber zusammensuche oder meine Abilities auffrische. Das ist so das, was ich möchte. Aber jetzt schleichen wir erstmal so Richtung Ausgang. Das kann ein bisschen länger dauern. Oh, hätte ich jetzt den Schrei, aber ich glaube, ich weiß, was ich auch noch helfen würde. Spalter, wir nehmen mal den Spalter und dann so. Jawohl, es funktioniert. Es wird ein bisschen schneller gehen, so.
Aber auch nicht gerade drastisch schneller. Den Heilungszauber brauche ich nicht, aber egal. Es sollte bestimmt irgendwie auch mal einen Zauber geben, wo man unendlich viel Sachen tragen kann. Okay, das wäre OP, gebe ich zu. Aber es wäre eigentlich ganz nützlich, so für zwischendurch mal so einen Zauber für 5 Minuten aktivieren, damit man irgendwie 300 mehr tragen kann. Das wäre richtig geil. Da würde ich mich richtig einen Keks freuen. Aber leider gibt's das nicht. Denn das wäre einfach zu krass. Man würde es halt alle 5 Minuten einsetzen und 300 mehr Tragekraft haben. Aber da wir ja die Diebesschiene lang gehen. Oh, wir können da runtergehen. Halt's Maul, Mann! Ich muss mich fortbewegen. So. Da wir die Diebesschiene lang gehen, werden wir später noch 100 Tragfähigkeit dazu bekommen. Das ist eigentlich ganz nice. Und darauf warte ich. So, mal gucken, ob wir mit einer Tonne hier runterspringen können, ohne zu sterben. Oh Gott, das sieht hoch aus. Wir gehen mal hier diesen Weg entlang. Das ist nicht so hoch. Komm, spring doch endlich. So. Und dann nochmal ein bisschen schneller. Oh Gott, da darf ich nicht lang gehen. So. Wo ist jetzt die Kutsche? Kutscher! Komm. Ach, da ist die Kutsche. Oh Gott, die ist so weit weg. Oh, die ist so weit weg. Na, komm schon. Oh Mann, nicht mal so lange. Na, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf Staffel 2, denn ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, was ich machen möchte. Ob ich jetzt ein Add-on anfange oder ob ich einfach mal so, weiß nicht, erkunde, ein paar Quests mache. Darauf hätte ich auch voll Bock. Ich meine, jetzt habe ich eine ganze Staffel für die Diebesgilde gebraucht und das ist schon enorm krass. Aber erstmal sprechen wir hier den Typen hier an. Soll ich euch mitnehmen? Ja, bitte. Wohin soll's gehen? Ich möchte nach Falkenring. Klettert wieder hinein. Dann okay. Sind wir weg. Dann. So. Gehen wir mal. Steck mal die Waffe weg. So, ja, ich tendiere mehr auf so ein bisschen Questen. Ja. Ihr solltet euch lieber beeilen. Was? Du sollst mich mitnehmen, Mann! Was? Willst du mich verarschen? Och nee, sag mal bitte nicht, ich muss den ganzen Weg lang reiten. Och komm, tu mir das nicht an. Ich kann hier nicht ewig warten. Ich bin doch eingestiegen. Ich kann nicht rennen, das ist mir klar. Aber wenn ich hier aufsteige, renne ich doch nicht. Warte. Ich bin drin. Och Mann, okay. Er will nicht losfahren, weil wir zu schwer sind. Das haben wir gelernt. Also, ja, halt's Maul, ich kann nicht mit dir fahren. Ich will das Pferd mieten. Komm her. Ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Ja, bitte. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist. Oh, wenn ja. Ihr das nötige Kleingeld habt. 1000 Goldstücke. Hab ich so viel? Abgemacht. Oh, es ist das mit dem Sattel. 1000 Gold, ey. Reitet schnell wie der Wind. Ja, Pisser, ey. Ist der Wucher. Ich hoffe, ich kann wenigstens schnell reiten. Ah, ich reite, okay. Gut, ich mache mir uns mal eine Markierung, wo wir hinwollen. Das ist ein ganz schönes Stück. Wir werden auf jeden Fall hier an Flusswald vorbeireiten. Das ist auf jeden Fall klar. Bis nach Haus Seeblick. Oh Gott, ich hab mich aufs Pferd gesetzt und konnte schnell reiten? Das ist ja krass. Schnell reisen, meine ich. Hätte ich jetzt nicht gerade aus Versehen drauf gedrückt, dann wäre ich jetzt langsam hingeritten. Aber ja, gut zu wissen, wenn man sich auf ein Pferd setzt und überladen ist, kann man trotzdem schnell reisen. Nicht schlecht. Warum ich dann mit der Kutsche nicht fahren konnte, weiß ich nicht, aber naja, gut. Was soll's. Wahrscheinlich wird der Ladebalken jetzt, die Ladezeit hier auch irgendwie 10 Minuten betragen, weil ich überladen bin oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier so eine hässliche Ratte. Oh, nee. Hausseeblick, ja. Okay, hat sich gelohnt, die 1000 auszugeben. So, nein, ich wollte mein Schwert nicht ziehen. Ich möchte, dass mein Pferd hier bleibt. So, du bleibst hier, ja? Mein Kleiner, du bleibst hier. Währenddessen ich diese Schmetterlinge jage. Wo ist er? Na, komm. Sauber. Okay, Pferd, du bleibst hier und bleibst cool, ja? Und ich gehe nach Hause und pack erstmal alles in meine Truhe. Das ging ja schneller als erwartet. Ich habe gedacht, jetzt verballere ich 3 Folgen dafür, zu meinem Haus zu kommen. Hat das. Auf der Arbeit hatte ich das komplett durchgeplant. Okay, komm. 3 Folgen reiten bis zu deinem Haus und dann machst du den Rest. Gut, jetzt habe ich natürlich alles ein bisschen schneller gemacht.
Aber es soll uns ja nicht daran hindern, ein paar Sachen vorzubereiten. Also, wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir ablegen wollen. Gucken erstmal nach. Oh Gott, das wird ja wieder ewig dauern, meine Sachen abzulegen. Bestimmt 3 Folgen. Daran habe ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, die Sachen abzulegen. Naja, was soll's. Also, die Pfeile behalten wir natürlich. Axt vom Weißlauf kann weg. Das kann weg. Geheiliger orkischer Streitkolben ist auch cool, ne? So, Holzschwert für mein Kind später. Jagdbogen des Funken. Okay. Klinge der Nachtigall. Die Spitzhacke will ich auf jeden Fall behalten. Die brauche ich ganz dringend. Weil ich ja auch die ganze Zeit jetzt anfange auch, zu schmieden. Um mir irgendwann meine Ebenerzrüstung bzw. meine Drachenrüstung zu machen. Ebenerz werde ich, glaube ich, nicht tragen, weil die zu schwer ist. Ich werde eher so, auf die leichten Rüstungen tendieren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie die heißen. So, gucken wir nach, ob wir alles hier abgelegt haben. I like it. Okay, perfekt. Amulett von Talos können wir, glaube ich, nicht ablegen, ne? Nee. Gut, Ebenerzrüstung. Das kann weg. Das. Und das kann weg. Ja, die Tragfähigkeitsstiefel sind natürlich nice, aber für unsere Nachtigallenstiefel, ja, die geben uns halt, Leisigkeit, kann man das so sagen? Weiß es gar nicht. Ist Leisigkeit überhaupt ein Wort? Keine Ahnung. Lautlosigkeit, das ist das, was ich gesucht habe. Nachtigallenhandschuhe, Schlossknacken am 15. Es ist schon echt nice, aber nee. Illusionszauber ist natürlich auch genial, weil als Schurke und als Dieb, als Meuchelmörder arbeitet man ja viel mit Illusionen. Und kann sich so quasi bedeckt halten. Das werde ich jetzt auch anstreben, dass wir ein bisschen mehr auf Illusion gehen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Aber erstmal, komm, hier alles weg. Alles weg, den ganzen Scheiß brauche ich nicht. So, Zaubertränke. Ach ja, ich habe ja auch, Gott, so viele Zaubertränke. Okay, das lassen wir gleich erstmal. Wir behalten erstmal von jedem einem so. Das Essen ist zwar nice, aber ganz ehrlich, wir brauchen das nicht. Ich meine, später werde ich mir ein paar hübsche Suppen kochen, damit ich mal ein bisschen fitter bin und so. Aber fürs Erste, ab in den Kühlschrank. Zutaten, ja, die Zutaten wiegen eigentlich nichts, ne, die kann ich behalten. Die Bücher sind ganz wichtig. Ihr wisst ja, dass ich... Oh Gott. Ich darf die Notizen nicht weglegen. Obwohl doch die Notizen... Ach komm, lege ich die Notizen weg. Ah ne, der Eigentümer kann auch weg. Besorgte Bürger. Anders, na ja, komm. Tagebuch. Ich meine, komm, was soll's, ey. Brauche ich alles nicht. Oh, Biografie von Baron Sia. Das werde ich auch später lesen. Momentan bin ich ja an... wie heißt das nochmal gleich? Das letzte Jahr des ersten Zeitalters lese ich ja zurzeit, falls ihr es mitverfolgt. Und das ist, ich habe es schon durchgelesen, es ist echt genial. Also so ein geniales Buch habe ich seit langem nicht mehr gelesen. Vor allem hier in Skyrim. Ich hab ja sonst nie Bücher gelesen, obwohl den Bettler hier, den habe ich gelesen, der ist auch ganz nett. Aber da kommen wir auch ganz später zu, das Jahr SD und ich mache das Ganze alphabetisch. Oh Gott, alles weg mit dir. Das brauche ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gerade weggelegt habe. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich bestimmte Sachen behalte. Oh, die Wolfskönigin, das würde ich auch gerne lesen. So viele Bücher, die ich gerne so lesen würde. Oh, da war wieder was. Scheiße. Er liest Nachricht. Ja, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Was wir brauchen, ist die Schatzkarte, aber die ist ja nachher erst bei S. Das ist das, was wir definitiv brauchen werden. Und ansonsten können wir ja, Questgegenstände können wir nicht ablegen, wie ihr hier seht. Von daher kann ich eigentlich alles weglegen. Kopfgeld, Tagebuch, ja, leichte Rüstung. Mara ist euch wohlgesonnen, ja. Es ist schön für Mara. Wo ist denn die Schatzkarte? Ach da, Schatzkarte. Jetzt läuft der Notizkanal weg. So, Schatzkarte behalten wir selbstverständlich. Aber der Rest kann weg. Mal sehen. Hier haben wir ein paar Zauber, aber wir haben alle bisher gelernt, die wir gefunden haben, ja. Aber theoretisch kann ich die später verkaufen. Aber ich bin ja so messy, ich sammle ja alles. So, Schlüssel wiegen überhaupt nichts. Die kann ich alle behalten. Wie viele Schlüssel ich schon habe. Sonstiges, jetzt kommt es auf die Wurst an. Amethysten könnte ich eigentlich behalten und verkaufen. Genauso wie das. Azura-Stern behalten wir auch. Das beschädigte Buch kann weg. Das kann weg auch. Die Bellas Stadt würde ich gerne behalten. Die würde ich bei mir gerne aufstellen. Die Flöte des Tänzers. Okay.
Könnte auch ein Quest sein, aber ich lege den erstmal weg. Die Drachenknochen müssen unbedingt weg. Ups. Was habe ich gemacht? Achso, ich wollte es anziehen. Ich wollte die Drachenknochen anziehen. Das ist ja unglaublich. So, das kann weg. Eisenbahn haben wir auch. Oh. Hm, dafür bräuchte ich eigentlich eine Extra-Truhe für meine Eisensachen, ne? Ah, die habe ich ja auch. Okay, gut. Alles gut. Meine ganzen Sachen zum Arbeiten behalte ich auf jeden Fall.